So, meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt wird's ernst. Jetzt kommt das abendfüllende Programm, die Riesenparty, die Riesenfeier der Freien Wähler zum 50. Geburtstag. Deswegen seid ihr alle hier und genießt mir gegenüber einen Riesenvorteil. Ihr seid im Schatten. Glaubt mir, wenn ihr hier steht, das ist warm. Das ist warm. Okay. Liebe Freunde der Freien Wähler, liebe Gäste, meine Damen und Herren, alles, was sich hier versammelt hat und mit uns zu feiern, herzlich willkommen. Herzlich willkommen an diesem wunderschönen Ort, dem vollkommen neu gestalteten Stadtpark hier in Korbach, im Herzen unserer Stadt, und wird auch angenommen, wie wir in den letzten Tagen sehen konnten, von Groß und Klein, von Jung und Alt, ist eine gelungene Geschichte, und ich denke, es ist auch der würdige Rahmen, eine solche Veranstaltung hier zu machen. Und ich freue mich, dass wir die zusammen machen können. Ich sehe viele alte Freunde aus dem Bereich Diemelsee, aus dem Bereich Willingen, Uppland, Lellbach, Lengefeld, Strothe. Ich freue mich, jeden, den ich von Nordenbeck ist hier, habe ich gesehen, wenn ich einen vergessen habe. Aber zu den Ortsteilen komme ich später nochmal. Ich freue mich, Niederense, Oberense. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Und besonders freue ich mich darüber, dass ihr mit uns feiert. 50 Jahre Freie Wählergemeinschaft Korbach. Ja, das war eine lange Zeit der wertgeschätzte Name unseres politischen Vereins. Vor einigen Jahren hat sich dieser Eigenname geändert. Und seitdem heißen wir heute Freie Wähler Korbach e.V., angelehnt an die Bundes- und Landesfreien Wähler, aber an den ursprünglichen Zielen und an der Gemeinschaft selbst hat sich in diesen 50 Jahren ganz, ganz wenig geändert. 50 Jahre, das ist wiederholt der Grund, warum wir heute hier zu dieser Veranstaltung im Stadtpark zusammengekommen sind. 50 Jahre. 50 Jahre, liebe Freunde, das ist ein halbes Jahrhundert. Das ist 1972. Da wurden die ersten Computerspiele erfunden. Auch etwas, was mich sogar heute sehr beschäftigt. Da kam dieses Pong, dieses mit den beiden Linien als Schläger und dem Tennisball in der Mitte auf dem Markt. 1972, das interessiert den einen oder anderen Fußballfan hier. Ja, da wurde das größte Zelt der Welt auf eine Sportarena gesetzt, auf ein Stadion. Das war in München, im Olympiastadion. 1972 startete die letzte Reise zum Mond, hochaktuell, denn bald startet die nächste Reise zum Mond. 1972 fand die Gründung der Freien Wähler in Korbach statt. Wer hätte das damals gedacht? Wer hätte damals gedacht, dass wir in 50 Jahren hier sitzen, stärker als Gruppe, als politischer Verein, stärker als je zuvor? 6 Stadtverordneten zählen wir heute. Der Wind, das himmlische Kind. 6 Stadtverordneten zählen wir heute und 2 Magistratssitze. Ich glaube, diejenigen, die sich damals gefunden haben und sich vielleicht genau dies gewünscht haben, wären heute auch ein Stück weit stolz auf uns. Sie wären stolz auf die seit einem halben Jahrhundert politisch engagierten Menschen, deren Hauptziel nicht das Ansehen und die Reputation des Einzelnen ist, sondern deren Ziel immer das Wohl, die Beständigkeit und die Entwicklung der Stadt seit Beginn unserer politischen Arbeit ist und sein wird. Müssen wir mal wechseln jetzt. Zu Geschichte und zu Geschichten der Freien Wählergemeinschaft. Da hat sich unser erster Vorsitzender Thomas Kuhnen ein paar Gedanken gemacht. Meine Augen suchen ihn. Er steht hinter mir, da kann ich ihn lange suchen. Ja, ich begrüße ganz herzlich unseren ersten Vorsitzenden Thomas Kuhnen mit seinem Rückblick auf die Freien Wähler für die letzten 50 Jahre. Thomas, ich übergebe dir das Mikro und der Olaf hat mich gebeten, dir das anzustecken. So, Thomas, viel Erfolg.
Ja, danke Kai für die wirklich netten, einladenden Worte. Wir werden ihn heute noch ein paar Mal zwischen uns allen hören, weil wir haben noch zwei, drei andere Gastredner. Deswegen werde ich mich auch entsprechend kurz halten. Mein Vater hat immer gesagt, in Reden, Thomas, kannst du alles sagen, aber nicht länger wie 10 Minuten. Das werde ich schaffen, deswegen starte ich auch direkt durch und begrüße alle Freunde und Freundinnen der Freien Wähler hier in unserem neu gestalteten Stadtpark. Leider wurde dieser Stadtpark nicht so gebührend eingeweiht und befeiert bis jetzt, wie wir es heute tun werden. Das lag natürlich auch an Corona, das lag an dem neuen Rathaus, was wir vor kurzer Zeit eingeweiht haben. Und deswegen würde ich mal sagen, hat dieser Stadtpark einfach auf unser 50-jähriges Jubiläum gewartet. Und ich muss sagen, er eignet sich perfekt. Der einzigste Baum, der fehlt, ist, der Schatten auf das Rednerpult wirft. Aber ansonsten, ich sehe, ihr seid alle im Schatten, ihr seid mit Getränken versorgt. Das freut mich sehr. So, ganz herzlich möchte ich natürlich auch begrüßen unseren Bürgermeister Klaus Friedrich, der heute, ja, der heute gleich auch noch ein paar Worte dazu sagt und bestimmt mächtig stolz auf seinen neuen Stadtpark ist, den er dann auch den Körbachern hiermit nochmal übergeben wird. Auch ich freue mich sehr, die Ortsvorsteher und die Mitarbeiter der Korbacher Hansestadt persönlich zu begrüßen. Den einen oder anderen habe ich eben schon gesehen und das macht uns alle glücklich, denn ohne eine gute Verwaltung können auch wir als Stadtverordnete und als Freie Wähler eigentlich nichts bewirken. Es ist immer ein Zusammenspiel und das ist dann auch wirklich wichtig. Ebenfalls freue ich mich, unseren Landrat Jürgen van der Horst zu begrüßen. Herzlich willkommen. Natürlich freue ich mich über jeden Einzelnen von euch und sage ein herzliches Willkommen. Auch die, die ich jetzt nicht namentlich erwähnt habe, fühlt euch alle ganz herzlich gedrückt und herzlich willkommen. Nun ein paar Worte zur Entstehung der Freien Wähler. Vor gut 50 Jahren gründeten sich die Freien Wähler direkt hier in der Nähe vom Stadtpark. Es ist gar nicht so weit weg. Ich war damals persönlich logischerweise, da ich etwas jünger bin, nicht anwesend. Aber es war im Café Weber und damals haben sich 1948 einige Korbacher Bürger zusammengetan und haben dann auch gemeinsam kandidiert. Durch diesen Zusammenschluss haben sie auf Anhieb 4 Abgeordnete stellen können. 1948, das ist schon noch länger her, war gerade knapp nach dem Krieg. Da hatte eigentlich jeder was anderes zu tun und dass dann Leute sich für die Stadt und für die Sache einsetzen, das war wirklich bemerkenswert. 14 Jahre später fanden sich Einwohner der damals neu gegründeten Großgemeinde. Korbach erstmal unter dem Namen Freie Wähler Korbacher Gemeinschaft zusammen. Im Sommer 1972 wurde erstmals eine gemeinsame Liste aufgestellt und 2 Sitze im Stadtparlament erreicht. Heute, mit 6 Stadtverordneten und 2 Magistratern, wie der Kai das eben so schön sagte, haben wir die Zahl praktisch verdreifacht. 1977 stießen dann die Altstädter zur FEG hinzu. Grund dafür damals, das kann man sich heute kaum noch vorstellen, waren die Sanierungs- und Abrisspolitik in der Altstadt von Korbach. Besonders Karl-Heinz Stein und Otto Bodenhausen prägten 20 Jahre das politische Bild der Freien Wählergemeinschaft. 1993 übernahm Hubert Thorwirth für 8 Jahre die Führung der Freien Wähler Korbach. Danach folgte von 2001 bis 2006 Heinz Graf, unser Stadtältester mittlerweile, den ich jetzt genauso wie Franz Ricke sehr herzlich persönlich begrüßen möchte und bitte für die beiden um einen kräftigen Applaus. Und dann bis 2016 kam Kai Schumacher, den die Freien Wähler ja schon aus dem letzten Jahrtausend noch kennen, der auch heute noch die Fraktion erfolgreich anführt, seine Tipps und Tricks uns weitergibt und immer guckt, dass alle so motiviert sind, wie sie sind. Und ich sage, das macht er richtig, richtig gut. Und dafür hat er mal wirklich einen ganz tollen Applaus verdient. Danke, Kai. Man sieht daran, dass ein stetiger Wechsel der Führungskräfte
immer neuen Schwung mit sich bringt und auch eine Chance für aufstrebende Politiker ist, wie es schon immer im Sinne der Freien Wähler Korbach war und ist. Seit jeher stehen die Mitglieder für eine stets an der Sache orientierte Politik. Einige Beispiele sind die Vorstellungen des ersten Konzepts der Goldspur durch die Altstadt, Fusion der Stadtwerke und dem VEW zur EEWF, Einrichtung einer Wirtschaftsförderung, die Brötchentaste, die, glaube ich, große Beliebtheit bei allen hat, obwohl die meisten gar keine Brötchen mehr holen, aber gerade im bewegenden Grund der Altstadt macht sie es immer sehr gut. Kinderspielfeste, die bei uns immer ganz weit... Ja, ihr merkt schon, die Rede ist am letzten Zettel, also es ist jetzt gleich zu Ende. Aber für uns sind die Kinder immer ganz wichtig. Deswegen freue ich mich auch heute, dass wir diese wunderbare Kletterwand, die seitdem sie aufgebaut ist, auch keine Sekunde mehr stillstand, wirklich guten Anklang gefunden hat. Und ich habe mir sagen lassen, auch Erwachsene dürfen dort das gerne mal probieren, hochzukommen. Und einen herzlichen Dank an euch beiden, dass ihr heute da seid und die Kletterwand für die Kinder und für euch betreut. Des Weiteren freuen wir uns ganz besonders. Es ist auch ein Antrag, der mittlerweile schon fast 15 Jahre alt ist, des Reisemobilstandortes zu suchen. Und jetzt haben wir einen Wohnmobilhafen und der wird auch super angenommen. Auch das war eine Idee, die wir hatten. Und das zeigt, wenn es manchmal auch etwas länger dauert, wir sind hartnäckig und bleiben dran und kriegen das dann auch irgendwie positiv geregelt. Sachverstand und Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Strömungen und die Konzentration auf die Stadt und ihre Ortsteile waren und sind wichtige Bausteine für die Politik der Freien Wähler in Korbach. Stets hat es Menschen gegeben, die sich für ihre Stadt engagiert und damit die Grundlage für ein Gemeinwesen schafften. Solange es weiterhin solche engagierten Bürger und Bürgerinnen gibt, müssen wir uns für die Zukunft unserer liebenswerten Hansestadt und der Gemeinschaft der Freien Wähler keine Sorgen machen. Wichtige Ziele für die Zukunft sind weiterhin eine solide und sparsame Finanzpolitik, eine intelligente Familien- und Sozialpolitik und die weitere Aktivierung unserer Innenstadt und unserer 14 Ortsteile. Am wichtigsten ist uns allerdings auch weiterhin ein offenes Ohr für die Bürger und Bürgerinnen zu haben, dieses in unsere politischen Arbeit einzubinden und jedem so die Chance zu geben, aktiv bei uns mitzuarbeiten. Deshalb sind unsere vorbereitenden Sitzungen für die Stadtverordneten auch komplett öffentlich. Jeder ist immer herzlich eingeladen und wir würden uns immer freuen, neue Gesichter zu sehen, wobei wir uns in den letzten Jahren schon deutlich verstärkt haben und auch ein wenig verjüngt haben. Wir bedanken uns bei allen, die uns in den vergangenen Jahren auf welche Art auch immer unterstützt haben und blicken zuversichtlich auf die nächsten 50 Jahre. Und jetzt wollen wir gemeinsam feiern gleich. Aber vorher übergebe ich das Wort nochmal an Kai, der meine halbe Rede jetzt schon in den Händen hält. Und ich bedanke mich hier vorne und wünsche uns einen schönen gemeinsamen Abend. Dankeschön. Hier hast du die Hälfte wieder. Du knüpfst dich wieder an. Sag mir was für den hier und das Geschenk. Also der Wind hat ja auch einen Vorteil, ne? Er bläht unser Segel, er weist uns den Kurs, also man muss sich mal schütteln, wenn es windig ist. Wenn es mal runterfällt, müssen wir es halt aufheben. Ja, lieber Thomas, danke dir für den Rückblick, danke dir für deine Worte und du hast ja völlig recht. Die Freien Wähler stehen seit 1972 für eine solide Haushaltspolitik. Sie stehen für die Erhaltung von Traditionen und von Werten, bringen sie aber gleichzeitig in Einklang und mit einer gewissen Entwicklung und einem gewissen Fortschritt für die Stadt Korbach. Unsere Politik stellt das Wohl der Menschen und die Neuorientierung der Stadt und auch der Ortsteile in den Vordergrund unseres Handelns. Und das seit 50 Jahren. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, nahezu die Hälfte dieser Zeit, nahezu, nicht ganz, begleitet uns und auch gerade mich eine Person, die sich genauso stark macht für unsere Stadt
für unsere wunderschöne Stadt und die sich alle Mühe gibt, das möglichst Beste für uns zu erreichen. Ich freue mich jetzt, den Bürgermeister unserer Kreis- und Hansestadt Korbach anzukündigen, ihn hier begrüßen zu dürfen mit seiner Frau. Ich glaube, die war auch hier. Jawohl. Doris, herzlich willkommen. Und lieber Klaus, ich bin sehr gespannt auf deine Grußworte. Ich gehe vorne. Klaus, ich soll auch dir das gerade mal anstecken. Das ist ein Mikro für den fürs EDA-Dampfradio. Alles klar. Ja, liebe Freunde, meine Damen und Herren, ich werde selten so nett angekündigt. Kai, das hast du gut gemacht. Dankeschön dafür. Und was für ein schöner Tag. Es ist genau der richtige Tag, um heute Geburtstag zu feiern. 50 Jahre. Und unser Landrat hat mir eben gesagt, hör mal Klaus, du bist schon fast die Hälfte dabei. Das hat mich wieder daran erinnert, dass man deutlich älter wird, die 60 überschritten hat. Ich freue mich total, dass unser Landrat heute hier ist. Ich weiß, lieber Jürgen, was du für einen Anstrengungsmarathon dieses Wochenende durchziehst. Und deshalb ist es sehr gut und schön, dass du der Kreis- und Hansestadt Korbach tatsächlich dann auch deinen Besuch heute abstattest. Und das ehrt und adelt dich, genauso wie ich mich total freue, so viele Kollegen aus der Stadtfrauenversammlung zu sehen. Auch meinen ersten Stadtrat, Herr Merl, ich habe Helmut Schmidt gesehen, Karl Suck. Und wir haben einen ausgewachsenen Landtagsabgeordneten auch hier, den habe ich auch eben gesehen, Herr Pohlmann. Herzlich willkommen. Das zeigt ja letztendlich, wie weit die FEG, ich sage immer noch FEG, mit diesem Zweiklang bin ich nie zurechtgekommen, das werde ich auch nicht, also wie die FEG tatsächlich auch kommunal ihren Platz in unserem Parlament hat. Die Korbacher Verhältnisse, und das muss man mal so sagen, die waren nicht immer nur gut, sie sind aber gut, indem die Parteien tatsächlich ihrer Verantwortung gerecht werden und sagen, für was ist eigentlich Politik da? Nämlich im Dienste der Menschen etwas zu tun, zu bewegen, voranzubringen und immer mal wieder sich zu erden und zu sagen, für was machen wir das eigentlich? Natürlich gibt es immer eine lebendige Streitkultur, aber diese Streitkultur definiert sich dann um die Sache. Und wir haben dann auch wirklich Professionalität in einem Parlament, von dem ich immer nur Chapeau sagen kann. Und ich glaube, da beneiden uns auch manche andere. Und das trägt natürlich immer die Handschrift von Menschen wie Helmut Schmidt, Karl Suck, von Heinz Merl oder auch natürlich dir, lieber Kai, der du seit vielen, vielen Jahren machst. Thomas natürlich auch. Nicht, dass der mir sagt, mit dem rede ich kein Wort mehr. Also Fakt ist, wir kommen deshalb stringent nach vorne, weil Menschen bereit sind, sich für ihre Mitbürger, für ihre Nachbarn zu engagieren. Und Kommunalpolitik ist bei uns etwas lebendiger. Ich habe eben unseren Geschäftsführer unseres Krankenhauses gesehen. Sowas haben wir auch noch an der Backe. Eine eigene Müllabfuhr und nehmen wir ein Altenheim. Das will bewegt werden. Ich komme gerade aus einem unserer 14 Ortsteile, aus Eppe. Die wenigsten Korbacher können, glaube ich, überhaupt die Namen aller 14 Ortsteile aufzählen. Niederschleidern gehört übrigens auch zu uns. Und wir haben mittlerweile mehr Mitbewohner in Ortsteilen als die Gemeinde Twiste oder Lichtenfels an Einwohner. Das wird schnell vergessen. Und deshalb ist bei uns Kommunalpolitik sehr, sehr, sehr breit angesiedelt. Und ich glaube, das, was Sie heute als Freunde der FEG, aber auch Freunde unserer Stadt feiern können. Und übrigens, aus Sudeck habe ich auch ein paar Leute gesehen. Günther Arnold, der alte, älteste Kämpfer hier in der Reihe. Günther, schön, dass du hier mit deiner Frau bist. Was ich immer so fantastisch finde, ist ja letztendlich immer die Aussage, nämlich Politik ist die Kunst, die Geschichte und die Zukunft gleichzeitig bestimmen zu können. Das kann jetzt jeder unterschiedlich bewerten. Der Bau einer Kläranlage mag nicht unbedingt jetzt Historie definieren, aber er ist schlichtweg Notwendigkeit. Und deshalb zu diesem langen, effektiven Wirken von einem halben Jahrhundert, lieber Kai, lieber Thomas, darf ich die herzlichsten Glückwünsche nicht nur des Magistrats der Stadt Korbach, sondern auch der Bürgerschaft mal übermitteln. Das ist nicht alles selbstverständlich. Und von daher nochmal super, super Dankeschön für die gute Mitwirkung im Parlament in der Fragestellung, wie wir unsere Stadt in der Zukunft bewegen können. Wie wird eine Stadtgesellschaft in 20, in 30, vielleicht auch in 5 Jahren aussehen? Das wissen wir alles nicht so genau. Es ist bunt. Es bleibt auch bunt, es bleibt herausfordernd. Die Menschen verändern sich, die Gesellschaft verändern sich und dementsprechend müssen wir uns natürlich im Parlament, in der Verwaltung, im Magistrat immer wieder neu erfinden. Aber nichtsdestotrotz, 50 Jahre FEG,
ist ja auch Spiegel dessen von Menschen, die da mitgemacht haben. Die Namen sind eben schon gefallen, Otto Bodenhausen, Ewald Beil, Franz Ricke, nur um so wenige Namen zu nennen. Menschen, die ja immer wieder angetreten sind, ihre Stadt zu verändern, mit allen Dingen, die dazugehören. Erfolge, Niederlagen, Dinge, die man vielleicht anders hätte machen wollen, wo man aber dummerweise den Kompromiss braucht. Politik ist nun mal der entscheidende Nenner, der Kompromiss. Das gefällt mir in meiner Stadtversammlung mehr als gut, dass wir immer wieder versuchen, in einer Versachlichung hineinzukommen, die den Kompromiss als solches sucht. Und das bringt unsere Stadt, ich glaube, in vielen deutlich schneller voran als in vielen anderen Bereichen. Da möchte ich niemanden, der nicht aus Korbach kommt, zu nahe treten. Aber wir sind schon eine sehr eigenständige und gute Truppe. Und das spiegelt sich halt auch im persönlichen Miteinander wider. Dafür herzlichen Dank. Ich wünsche natürlich der FEG auch für die nächsten 50 Jahre alles erdenklich. Heinz Graf habe ich ganz vergessen zu begrüßen. Lieber Heinz, du merkst aus dem Augen, aus dem Sinn. Ja? Heinz Graf ist ja natürlich auch einer der Urgestalten der FEG. Und natürlich ein persönlicher Freund von mir, den ich also die ganzen Jahre nie habe wissen wollen, weil er einfach immer dann da ist, wenn es gilt, genauso wie der Kai und viele andere von euch. Also, einen wunderschönen Nachmittag noch. Genießen Sie diese wunderschönen den Samstagnachmittag, genießen Sie unseren Stadtpark. Da ist noch nicht ganz fertig, da muss noch einiges passieren, aber wir sind auf einem guten Weg. Und auch wir brauchen mal Reibungsverluste wie so Pergolas im Hintergrund oder andere Dinge. Das gehört auch dazu. Und deshalb wünsche ich Ihnen, wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende und vor allen Dingen noch eine wunderbare Sommerzeit. Der FEG ein gutes Gelingen unseren und dass wir immer daran denken, was uns eint, der Stadt Bestes zu erreichen. In diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Alles Gute für uns. Lass mal drücken. Also. Es ist immer eine kleine Umbauarbeit, wenn der Redner wechselt. Das liegt daran, dass der Olaf Dudek vom Eder-Dampf-Radio auch gerne einen vernünftigen Ton da haben möchte bei dem, was er hier macht. Ja, lieber Klaus, vielen Dank für die beeindruckenden Worte und wir freuen uns richtig darauf, mit dir noch ein Weilchen diese Arbeit zu verrichten und mit dir zusammenarbeiten zu dürfen. Aber nicht nur mit dir, mein Bester, da gehören auch noch ein paar andere Institutionen und Gremien zu einer Entwicklung der Heimatstadt gehören auch viele noch andere engagierte Menschen. Ich möchte hier erwähnen, die Kollegen, eben ist es schon mal kurz angesprochen worden, aus dem Magistrat. Bei dem Magistrat, den wir jetzt hier in Korbach haben, habe ich immer so ein bisschen den Eindruck, er ist hier so die Abteilung Qualitätsmanagement, wie sie in manchen Konzernen auch besteht. Ihr überwacht, ihr lenkt und ihr passt auf, dass die Entwicklungen in die richtige Richtung gehen. Und auch darauf bin ich ein Stück weit stolz. Das funktioniert dann in Zusammenarbeit mit der gesamten Verwaltung, die auch in Korbach einen hochmodernen Betrieb darstellt, die also wirklich sehr, sehr ordentliche Arbeit abliefert. Und auch die Stadtverordneten unterstützt, wo sie kann. Da gehören die Kollegen zu aus den Eigenbetrieben. Der Herr Sassanpour ist da als Geschäftsführer unseres Kreiskrankenhauses, unseres Krankenhauses, ja, unserer Hessenklinik, unseres Kreiskrankenhauses. Ja, ich wollte der Sache nicht vorgreifen. Entschuldigen Sie bitte. Nein, natürlich unsere Hessenklinik hier in Korbach. Ich habe mit dem anderen Haus auch zu tun, deswegen kam es zu dieser freudschen Fehlleistung. Ich danke den ehrenamtlichen Tätlichen, welches alle meine Kollegen darstellen, die auch hier und heute da sind. Vielen Dank an euch. Und ganz besonderer Dank gilt im Moment auch meinen Kollegen, den Kollegen der Fraktionen in der Stadtverordnetenversammlung. Und wie es eben beim Klaus schon anklang, wir Fraktionen können stolz darauf sein, dass wir oftmals gemeinsam auch an einem Strang ziehen. An einem Strang ziehen mit SPD, mit CDU, mit Bündnis 90, die Grünen, der FDP und auch den aktiven Bürgern für das Wohl in unserer Stadt. Danke dafür, dass wir uns zusammen einsetzen, egal welche Farbe die Partei hat. Wir streiten. Wir streiten mal in der Sache. Wir gehen mal mit unterschiedlichen Aspekten an die Themen heran. Aber egal wie,
Es ist unser aller oberstes Ziel, uns für eine moderne und sichere Stadt einzusetzen. Wir benötigen in Korbach, Gott sei Dank, keine Kooperation. Wir benötigen keine Koalition, die aufeinander losgehen, nur um ihre politische Macht durchzusetzen. Uns allen gemeinsam geht es um die Sache, die Entwicklung einer Stadt, das zukunftsfähige Darstellen einer Stadt. Und daher freue ich mich jetzt auf die Grußworte eines langjährigen politischen Freundes und auch Weggefährten der in der Stadtverordnetenversammlung. Ich freue mich, hier begrüßen zu dürfen den Herrn Helmut Schmidt und freue mich auf ein paar Worte von ihm. Lieber Helmut, schön, dass du da bist. Schön, dass du diese Aufgabe übernommen hast. Schön, dass du für uns sprechen willst. Darf ich dir das auch anheften? Nochmal so. Habe ich es ausgemacht jetzt? Ist gut. Ja, meine Damen und Herren, liebe Freunde der Freien Wähler. Ich denke, ich bin hier jetzt als Senior der Stadtverordnetenversammlung zu der Ehre gekommen, ein paar Grußworte zu Ihnen zu sprechen. Aber ich denke, ich darf das auch im Namen der anwesenden Kollegen der CDU der aktiven Bürger machen, sowie der nicht anwesenden FDP und von Bündnis 90 die Grünen. Meine Damen und Herren, die Vorredner haben so ein bisschen hier über das Wetter geklagt. Ich will Ihnen mal sagen, ich stehe jetzt das zweite Mal hier bei einem Jubiläum der Freien Wähler. Ich war vor 30 Jahren schon hier, nicht hier, aber dabei, als die Freien Wähler das 20-jährige Jubiläum gefeiert haben. Das war damals in der Rotunde. Übrigens ein Bauwerk, was die Freien Wähler gar nicht wollten. Die wollten da lieber ein Parkhaus haben. Das Wetter war aber auch so schlecht, dass wir unten in die Rotunde gehen mussten und es war saukalt. Also von daher haben die Freien Wähler durchaus einen Fortschritt gemacht. Heute ist das Wetter viel besser. Meine Damen und Herren, ich darf natürlich in erster Linie auch die Grüße der SPD-Fraktion und der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, meiner Partei, hier an die Freien Wähler überbringen und die Gratulation zum 50-Jährigen bestehen. Die SPD, die älteste Partei hier in Korbach ist. Und da ist was passiert, das wäre dem Friedhelm Schmidt in Meiringhausen nie passiert, aber uns ist es passiert. Ich habe es gestern gerade gemerkt, als ich nachgerechnet habe. Wir müssten eigentlich auch dieses Jahr feiern, denn die SPD in Korbach hat eine Schnapszahl. Wir bestehen heute 111 Jahre. Die sind in 1911 im Felsenkeller gegründet worden, also auch in der Gaststätte, so wie die Freien Wähler das dann 1972 gemacht haben. Ja, Freie Wähler 50 Jahre Jubiläum. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen mal auf die Internetseite der Freien Wähler geschaut und bin ins Grübeln gekommen. Was habe ich da gelesen? Freie Wähler Korbach im Museum. Da habe ich gedacht, sind die jetzt wirklich schon so alt, dass sie als Exponate im Museum ausgestellt werden? Aber ich habe dann nachlesen können, dass sie wohl nur zu Gast da waren und sich da im Museum was angeschaut haben. Ja, meine Damen und Herren, ich habe mir mal ein bisschen Gedanken gemacht, wie kam es denn eigentlich dazu, dass die Freien Wähler, hier will jemand eigentlich, dass die Freien Wähler gegründet worden sind 1972. Kai hat ja schon darauf hingewiesen, damals ist das Olympiastadion nicht nur gebaut worden in München, sondern es fanden auch die Olympischen Spiele in München statt. Das war das Positive und das Negative war natürlich das Attentat, was da stattgefunden hat. Das war, jetzt ist meine Rede weg, das war ein politisch natürlich einschneidendes Ereignis, genauso wie in diesem Jahr der gescheiterte Versuch, Willy Brandt abzuwählen und die folgende Bundestagswahl, die sogenannte Willi-Wahl, die dann dazu geführt hat, dass sehr viele Menschen, ich glaube in allen Parteien, in die Parteien hineingefunden haben. Und auch in Korbach war 1972 und auch die Jahre davor eine bewegte Zeit, da hatte Korbach einen neuen, jungen und auch durchsetzungsstarken Bürgermeister mit Horst Bökemeyer bekommen, der viele neue Ideen gehabt hat und die nicht überall auf große Zustimmung gestoßen sind.
Da nenne ich mal beispielsweise die Bodenvorratspolitik. Da nenne ich, was viele Streitigkeiten ausgelöst hat und viele Leserbriefe ausgelöst hat, die Bebauung des Waldecker Bergs am Fischerweg oder auch, das ist vorhin schon mal angeklungen, die anstehende Altstadtsanierung. Und es war 1972 die erste Kommunalwahl nach der Gründung der Großgemeinde Korbach. Das hat sich dann im Wahlkampf durchaus niedergeschlagen. Die HNA hat am 21.10.1972 zum Abschluss des Wahlkampfs getitelt: Der bisher härteste Kommunalwahlkampf geht zu Ende. Also in dieser Zeit ist durchaus, insbesondere über die Presse, ja, man muss es wirklich so sagen, viel schmutzige Wäsche gewaschen worden und eine Politik gemacht worden, die wir heute hoffentlich und Gott sei Dank nicht mehr in dieser Art und Weise machen. Damals ist, nachdem 1952 und 1956, ja, das ist auch schon angeklungen, die Freien Wähler schon mal hier in Korbach waren, übrigens mit Wahlergebnissen von 20,4 und 27% in den beiden Jahren, da ist 1972 dann die Freien Wähler wieder angetreten und haben aus dem Stand 5% geholt und 2 Sitze geholt. Übrigens, die SPD hat damals das beste Wahlergebnis in Korbach jemals in der Kommunalwahl geholt, mit 51,8%. Und die Freien Wähler konnten dann 2 Stadtverordnete stellen. Und da zeigt sich dann, dass die Berührungspunkte zwischen den Parteien hier in Korbach doch recht groß sind, denn einer dieser beiden Stadtverordneten, der Freien Wähler, war dann 4 Jahre später Mitglied der Korbacher SPD. Und so wie jetzt im Übrigen auch bei der Kommunalwahl des letzten Jahres für die Freien Wähler ein Kandidat kandidiert hat, der 4 Jahre vorher für die SPD Kandidat gewesen ist. Und um die Parallelitäten abzuschließen, das, was die Freien Wähler als Korbacher Express, als Informationsblatt herausgeben, ist ja nicht nur personell mit Gerhard Kleine, sondern letztlich auch so ein bisschen formal aus dem Korbacher Blättchen der Korbacher SPD hervorgegangen. Sehr gute Lösung. Ich kritisiere das nicht, ganz im Gegenteil. Ich freue mich immer, wenn die Bevölkerung umfassend informiert wird. Ja, meine Damen und Herren, die Freien Wähler haben seither ihr Wahlergebnis eigentlich immer ein bisschen verbessert. Es gab mal so ein paar Prozentpunkte runter, ein paar hoch. Ab 1981 waren es dann statt 2, 3 Stadtverordnetensitze, ab 1989 5 und jetzt seit 2021 6. Warum ist das passiert? Ganz sicherlich deshalb, weil die Freien Wähler immer gute und bekannte Kandidaten aufstellen konnten. Und ich nenne hier jetzt nur mal beispielhaft, an den einen oder anderen werde ich sicherlich vergessen, Heinz Ewald Weil, nenne das für mich alte Urgestein, ich bin 85 hier in die Kommunalpolitik eingestiegen und habe das dann live miterlebt, Otto Bodenhausen, ich nenne Hubert Tollwert, ich nenne Heinz Graf, ich nenne Franz Ricke und ich nenne natürlich auch Kai Schumacher. Und wenn ich hier davon spreche, dass gute Kandidaten für die Freien Wähler kandidiert haben, dann zeigt sich dies sicherlich auch daran, dass Kai bei der Kommunalwahl 2021 das drittbeste persönliche Wahlergebnis hier aller Kandidaten, aller Parteien erzielt hat, neben Lilo Hiller und auch noch knapp hinter Heinz Merl. Meine Damen und Herren, die Freien Wähler haben, und das kann ich glaube ich auch für die Kollegen aus den anderen Fraktionen feststellen, meist oder ganz überwiegend, Ausnahmen gibt es immer mal, sachbezogene Arbeit hier in Korbach geleistet und leisten die zum Wohle der Korbacher Bevölkerung, zum Wohle der Stadt. Natürlich gibt es immer mal unterschiedliche Meinungen. Natürlich muss man mal streiten, auch mal richtig streiten. Mein Namensvetter Helmut Schmidt hat gesagt, eine Demokratie, in der nicht gestritten wird, ist keine. Genauso sieht es aus, wenn wir alle einer Meinung wären, braucht man keine verschiedenen Parteien. Und so wie es in der Vergangenheit war, dass die FDF, die Freien Wähler, mal nicht das gemacht haben, was die SPD wollte, hat dann die CDU oder die FDP gefreut oder vielleicht die Grünen und Bündnis 90 die Grünen. Umgekehrt ist es dann genauso. Es war auch eine Zeit, wo die Freien Wähler durchaus etwas überaktiv gewesen sind, wenn ich das mal so nennen darf. Wenn man mehr als 30 Änderungsanträge zum Haushaltsplan der Stadt Korbach
abhandeln mussten. Inzwischen ist das sehr viel besser geworden. Freien war schon dabei, aber war, glaube ich, nicht verantwortlich dafür. Die Freien Wähler haben darüber hinaus sich sehr früh hingesetzt und haben ein umfassendes Programm aufgestellt, was dann dazu führt, dass man heute eigentlich machen kann, was man will. Der Kai kann immer aufstehen und sagen, das haben wir vor 20, 15, 5 Jahren alle schon beantragt oder angeregt, weil da steht im Grunde genommen alles Mögliche drin, was man machen kann. Wichtig ist aber, denke ich, dass, und das kann ich den Freien Wählern bescheinigen, fast immer sachbezogen und am Wohle der Stadt gearbeitet worden ist und gearbeitet wird. Und dass persönliche Angriffe über die Diskussion in der Sache hinaus glücklicherweise eigentlich in der gesamten Stadtverordnetenversammlung, aber insbesondere auch von Seiten der Freien Wähler nicht stattfinden. Wichtig ist, dass man nach einem Streit im Stadtparlament sich immer noch zusammensetzen kann und zusammen ein Bierchen trinken kann. Ich denke, da können sich in der Tat, das ist vorhin auch schon mal angekommen, andere Parlamente ein Beispiel dran nehmen. Und was dann manchmal auch ein bisschen problematisch ist, ist, dass der Kai und ich dann uns manchmal auch einen Wettstreit liefern, wer dann als Erster reden darf, weil sehr häufig dann der andere aufsteht und sagt, naja, das meiste hat der Kai oder hat der Helmut schon gesagt und ich kann dem mich nur anschließen. Ich denke, auch das ist ein Zeichen dafür, dass wir hier in der Stadtverordnetenversammlung gut und sachbezogen zusammenarbeiten. Ja, meine Damen und Herren, was wünscht man den Freien Wählern für die Zukunft? Ein gutes Wahlergebnis? Nee, das wäre ein bisschen übertrieben. Also Lügen will ich ja nicht. Aber ich wünsche, dass wir weiter auch in der Zukunft sachbezogen und zum Wohl Korbachs zusammenarbeiten und dass die guten persönlichen Beziehungen, die untereinander insgesamt bestehen, weiterhin so bestehen und fortgeführt werden können. Ich wünsche den Freien Wählern weiter eine erfolgreiche Arbeit und ein 60-jähriges, 75-jähriges Bestehen und Jubiläum und würde mich mehr freuen, wenn ich daran auch noch teilnehmen könnte, aber das könnte schwierig werden. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Nachmittag und einen schönen Abend. Lieber Helmut, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Warte, ich bin's. Ja. So, jetzt muss ich mich auch sortieren. Ja, lieber Helmut, vielen, vielen Dank. Das wünsche ich mir ein Stück weit auch. Natürlich sind bei mir die Wünsche nach einem guten Wahlergebnis etwas stärker, aber ich wünsche auch trotzdem für eine Fraktion, und das gilt jetzt nicht nur für die Fraktion der SPD, sondern auch wirklich CDU, FDP, aktive Bürger und auch Bündnis 90 Die Grünen. Wir versuchen halt wirklich das Beste für die Stadt zu erreichen und lassen diese engstirnigen, selbstbezogenen Dinge einfach mal im Hintergrund. Ja, Helmut, vielen Dank für deine Worte. Werte Gäste, was wäre denn unsere Stadt ohne die Gemeinschaft mit oder die Gemeinschaft der Ortsteile? 50 Jahre Gebietsreform der Bereiche um die Stadt Korbach herum. Auch ihr habt euren 50. Geburtstag gefeiert vor 14 Tagen im Rahmen des Altstadtkulturfestes. Und ich denke, wie es beim Herrn Bürgermeister eben schon angeklungen ist, auch die Ortsteile sind als Gemeinschaft gewachsen. Und das freut mich sehr. Denn die Ortsteile bilden in dem Sinne mit uns eine Einheit und tragen ergänzend dazu bei, die Anforderungen an einen modernen, aber auch an einen heimatlichen Standort zu erfüllen. Dafür danke ich der Gesamtheit der Ortsteile und wir freuen uns nun auf die Grußworte der Ortsvorsteherin aus dem Ortsteil Nordenbeck, die für uns auch ein paar Grußworte sprechen wird, Frau Petra Neumeier. Petra, liebe Petra, da ist sie. Ja, du, da, das ja, wäre. Du okay. Ich habe nicht hingeguckt. Danke. Ja, hallo. Stellvertretend für die Ortsvorsteher der 14 Ortsteile von Korbach darf ich den Freien Wählern Korbach herzlich zu ihrem 50-jährigen Bestehen gratulieren. Mir persönlich gefällt an den Freien Wählern,
dass Sie sich offensichtlich dafür interessieren, was die Bürger zu sagen haben. Sie interessieren sich ausdrücklich auch für unsere Ortsteile mit unseren Problemen und Wünschen. Dass Ihr erster Vorsitzender auch kritikfähig ist, stellte er auf einer unserer letzten Ortsbeiratssitzungen unter Beweis. Ich wünsche den Freien Wählern, dass sie sich treu bleiben. Dass sie auch mal wagen, gegen den Strom zu schwimmen. Und dass sie noch viele Jahre erfolgreich unsere Politik mitgestalten. Ich denke, man darf nie vergessen, dass die Politik den Menschen dienen soll. Ich wünsche Ihnen und uns allen heute noch eine schöne Jubiläumsfeier. Danke. Petra, vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, liebe Petra, vielen, vielen herzlichen Dank. Jetzt muss ich wieder meine Zettel sortieren, der Wind ist da. Ja, liebe Freunde, unsere Stadt und auch unsere Ortsteile, wie wir eben gehört haben, liegen im Ganzen in einer Region mitten im Herzen, mitten im Zentrum eines wunderschönen Landkreises, der sich durch Natur, Landschaft, Seen, aber auch als attraktiver Wirtschaftsstandort auszeichnet. Gemeinsam tragen wir als Stadt im Mittelpunkt dieses Kreises auch für die Ziele Waldeck-Frankenbergs Verantwortung. Ich denke, auch dieser Verantwortung haben wir uns als Freie Wähler immer, auch in Zusammenarbeit mit den anderen Freien Wähler-Ortsverbänden gestellt. Und ich hoffe, dass wir das auch weiterhin erfolgreich tun werden, dass wir weiterhin mit den in den Kreis Waldeck-Frankenberg ansässigen Freien Wählergemeinschaften eng zusammenarbeiten für das Wohl auch eines schönen und gut aufgestellten Kreises. Und nun freue ich mich, und hier muss ich erstmal abbrechen, weil es hat sich was geändert. Eigentlich sollte der Udo Hoffmann vom Vorstand der Freien Kreisfreien Wähler heute die Grußworte an uns richten, aber der ist an irgendeiner ganz seltenen erkältungsartigen Krankheit, ich glaube es heißt Corona, erkrankt. Und der arme Kerl liegt wirklich flach und kann leider heute nicht kommen. Er hat aber, und das finde ich wiederum sehr gut, seine Rede einem Kollegen zur Verfügung gestellt, den wir alle hier auch gut kennen. Er ist nämlich Mitglied in meiner Fraktion. Er ist ein guter Freund und er spricht jetzt stellvertretend für die kreisfreien Wähler die Grußworte. Ingo Saal, herzlich willkommen. Schön, dass du das übernommen hast. Wo steckst du? Da ist er. Ingo. Warte, ich muss dich auch erst verkabeln, damit der Olaf das alles mitkriegt. Alles klar. Danke. Danke auch. Ja, mich hört man, hallo. Schönen guten Abend auch von mir. Kai hat es ja schon gesagt, ich gehöre eigentlich gar nicht in diese Reihe hier. Ich meine, wir haben Fraktionsvorsitzende, wir haben Ortsvorsteher, wir haben den Bürgermeister, wir haben den Landrat. Wie passe ich da rein? Gar nicht, sind wir mal ehrlich. Aber egal. Der Udo Hoffmann hat mich gebeten, seine Rede hier heute vorzutragen. Und das mache ich sehr gerne, das macht mich auch stolz, denn ich bin das einzig verbliebene Mitglied an diesem Wochenende des Vorstandes der Freien Wähler Landkreis. Und jeder, der den Udo Hoffmann kennt, der weiß um seine langjährige Erfahrung, der weiß auch um seine Eloquenz, die er hat. Und an den Worten eines solchen Mannes will ich nicht rumbasteln, deswegen würde ich jetzt einfach seine Rede 1:1 vorlesen, wie er sie geschrieben hat. Also, es wäre mir eine ganz besondere Freude gewesen, heute hier für den Kreisverband der Freien Wähler an eurem 50-jährigen Jubiläumsfest teilnehmen zu dürfen. Leider kann ich das krankheitsbedingt nicht gewährleisten. Beste Grüße richte ich euch vom Kreisvorstand und der Kreistagsfraktion aus. Wie ihr ja bestimmt alle wisst, ist in Deutschland mehr Zeit durch Grußworte verloren gegangen als durch Streiks und ich will diese Statistik zeitlich nicht noch weiter strapazieren. Außerdem kennen wir es ja alle. Wo viel geredet wird, da wird auch viel geschlafen und geträumt, vor allen Dingen in den Zuschauerreihen. Genau das Gegenteil schlage ich deswegen für heute vor. Lasst uns gemeinsam bei guten Gesprächen den Gedankenaustausch pflegen und vor allem mit den Korbachern, Freien Wählern, dieses Jubiläum richtig feiern, denn das haben sie sich mehr als verdient.
Als größter Stadtverband im Landkreis gelingt es Ihnen seit Jahren, in der Korbacher Kommunalpolitik ein wichtiges Wörtchen mitzureden und sehr gute Wahlergebnisse in der Kernstadt und in den Ortsteilen zu erzielen, was dafür spricht, dass Sie den Nerv der Bürger treffen. Aber auch in der Kreispolitik waren und sind die Korbacher Freien Wähler prominent vertreten. Ich nenne hier aktuell den Kreis- und Fraktionsvorsitzenden Uwe Stoiber, der leider heute auch nicht hier sein kann, Kai Schumacher als Kreistagsmitglied, Vorsitzender des Schulausschusses und stellvertretenden Kreistagsvorsitzenden, sowie Ingo Saal, das bin ich, als Mann der Finanzen und Vorstandsmitglied der Freien Wähler Waldeck-Frankenberg. Alle drei sind in Doppelfunktionen auch hier in der Stadt kommunalpolitisch aktiv. Warum sage ich das? Die Freien Wähler in Korbach haben schon immer verstanden, dass Kreis- und Stadtpolitik dann sehr gut funktionieren, wenn die Verzahnung über beide Ebenen hergestellt ist. Beide Seiten profitieren voneinander, zum Beispiel durch frühzeitigen Informationsaustausch bei wichtigen, die Stadt betreffenden Projekten. Daher will ich neben der Kommunalwahl 2022 ein weiteres Paradebeispiel, das sollte sicher 2021 heißen, ist mir jetzt gerade aufgefallen, ein weiteres Paradebeispiel der Zusammenarbeit zwischen den Kreisfreien Wählern und den Freien Wählern Korbach nennen. Unser gemeinsames Großprojekt, die Landratswahl. Jetzt kann ich ihn gar nicht angucken, aber jetzt sehe ich ihn. Die Landratswahl, unser gemeinsames Großprojekt, wo der Stadtverband sich maßgeblich eingebracht hat und zu diesem erfreulichen Ergebnis beigetragen hat. Früh und intensiv waren viele Mitglieder der Korbacher Freien Wähler in den Wahlkampf eingebunden, sodass auch hier voneinander gelernt und profitiert werden konnte. Das kann durchaus Vorbildcharakter für andere Stadt- und Ortsverbände haben. Hier kann ich nur auffordern, den Korbachern nachzueifern. Ich darf anschließend feststellen, dass der Stadtverband der Freien Wähler Korbach zurzeit und auch in der Zukunft gut aufgestellt ist. Ich denke, dass der auch bei der nächsten Personenwahl hier in Korbach einen gewichtigen Beitrag leisten kann. Wir sollten die Personalauswahl eines zukünftigen Bürgermeisterkandidaten nicht den anderen überlassen, denn da kennen wir uns aus. Eigentlich geht es ja nur über die Freien Wähler. Ich wünsche euch für die weitere kommunalpolitische Arbeit viel Erfolg und jetzt ein schönes Fest hier im herrlichen Ambiente des Stadtparks bei einer guten Versorgung. Soweit die Rede von Herrn Hoffmann. Auch wenn Eigenlob stinkt, ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Wir sind eine tolle Truppe. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, lieber Ingo. Und ich muss sagen, du hast recht. Ich fühle mich also seit vielen Jahren mal wieder richtig wohl in meiner Fraktion. Ich habe eine tolle Fraktion, die auch mal handeln und schalten und walten, wenn ich nicht da bin. Ich habe sie jetzt zweimal hintereinander alleine gelassen und zwar, ich habe es gar nicht gemerkt, das war richtig gut. Und dafür auch euch nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung und für das, was wir hier in Korbach gemeinsam leisten. Danke euch. Ja, meine Damen und Herren, liebe Freunde, über einen Kreis haben wir gesprochen. Wir sprechen über Entwicklung. Wer könnte uns denn jetzt noch einen tieferen Einblick in die Geschichte des Kreises, damit verbunden in das Miteinander von Kreisstädten und politischen Vereinen geben, als unser neuer, frisch gewählter und sehr geschätzter Landrat Jürgen van der Horst. Ich freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen bei uns Freien Wählern. Schön, dass du den Weg gefunden hast. Und ich möchte dich bitten, auch ein paar Grußworte zu uns sprechen. Lieber Jürgen, herzlich willkommen. Ich möchte dich auch kurz noch verkabeln, so ein bisschen. Ja, lieber Kai, vielen Dank für die freundliche Begrüßung, sehr verehrter Herr Vorsitzender Kuhnen, lieber Klaus Friedrich, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde und Freundinnen der Freien Wähler hier in Korbach. Ich darf mich zunächst einmal dem Reigen der Gratulanten anschließen, darf sehr herzlich gratulieren zum stolzen Jubiläum, 50 Jahre. Für gewöhnlich kommen Bürgermeister und Landrat ja nicht so einen frühen Geburtstag. Hier machen wir aber gerne auch mal eine Ausnahme. Wenn die Freien Wähler rufen, kommen wir doch sehr gerne. 50 Jahre alt, ich meine 50 Jahre jung. Das Thema und die Idee hinter den Freien Wählern ist so jung wie noch nie. Ich meine, dass es richtig und auch gut ist, unabhängige Politik in der kommunalen Familie auch anzubieten, zu präsentieren. Das ist zuvorderst die Aufgabenstellung der Freien Wähler, nicht nur hier in
Korbach, sondern auch insgesamt hier in der Region. Das heißt nicht, dass wir die anderen Parteien nicht benötigen. Ich freue mich, Herrn Schmidt noch mal an dieser Stelle begrüßen zu dürfen. Das war ein sehr kurzweiliger, kleiner Rückblick in die jüngere Korbacher Geschichte. Ich glaube, die Mischung macht es. Ich glaube, die Gesellschaft braucht Angebote. Das können sehr gut die Parteien anbieten. Das kann aber eben auch in der lokalen Ebene die unabhängigen Angebote der Freien Wähler sein. Ja, und die Freien Wähler hier in Korbach haben tatsächlich die letzten Jahrzehnte durchaus mitgeprägt. Dahinter steht viel geleistetes Ehrenamt. Auch das darf man an dieser Stelle mal betonen. Und zwei Dinge, die, glaube ich, wichtig sind, wenn man sich in das Abenteuer der Kommunalpolitik hineinbegibt. Das erste ist, dass man dicht dran ist an den Menschen. Nirgendwo ist Politik so dicht dran wie hier vor Ort. Tatsächlich wird ein Großteil der Lebensverhältnisse, das, was es ausmacht, das Leben vor Ort, wird eben tatsächlich in den Kommunen entschieden. Wir schimpfen immer auf Brüssel und wir zeigen immer auf Berlin und auf Wiesbaden. Hier vor Ort werden die Weichen gestellt. Und das macht auch den Unterschied aus. Und ich denke, wir können gemeinsam feststellen, die Dinge haben sich in Korbach durchaus gut und positiv entwickelt. Und das hat vielleicht auch hier und da was mit einem erfolgreichen Bürgermeister zu tun. Aber ganz sicher hat es damit was zu tun, dass sich tatsächlich auch die Politik gemeinsam auf den Weg macht, auch gern mal streitet, am Ende des Tages aber den Konsens sucht, um Stadtentwicklung nach vorne zu bringen. Das ist das eine, man ist also dicht dran. Und das zweite ist, auch das ist eine gewisse Herausforderung, und da bin ich mir sicher, dass mir Klaus Friedrich zustimmen wird, die Stadt steht nie still. Es gibt keinen Moment, wo man fertig ist. Es gibt keine Entwicklung, die abgeschlossen ist. Und dann kann man sich ausruhen und dann kann man den Kindern erzählen, wie toll das alles so gelaufen ist. Und Politik ist fertig. Politik ist nie fertig. Es geht immer weiter. Die Dinge werden sich immer wieder verändern und es gibt immer wieder neue Antworten zu finden. Genauso wie wir vor vielen Jahrzehnten über die Rotunde gestritten haben, nachher viele tolle Feste gefeiert haben. Jetzt haben wir lange über das Bunhage-Museum diskutiert, auch mal gestritten. Heute feiern alle dieses Projekt. Und viele andere Projekte fügen sich genau in diese sehr konsequente Entwicklung der Stadt Korbach auch ein. Und dazu haben viele beigetragen, ein Stück weit aber ganz sicher auch die Freien Wähler hier in Korbach. Ja, ich möchte Sie ausdrücklich ermuntern, auch weiter diesen Weg so zu gehen. Und Kai Schumacher hat es eben schon angedeutet, aber auch über den Tellerrand hinauszuschauen. Stadtpolitik und Kreispolitik gehören in vielen Handlungsfeldern tatsächlich auch zusammen. Da erwartet auch der Mensch vor Ort Antworten, die wird es auch geben. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle auch für die sehr intensive Unterstützung in den Wahlwettbewerb letzten Jahres. Ja, wir werden uns sehr zeitnah, der Klaus Friedrich hört aufmerksam zu, uns zusammensetzen, um die Finanzbeziehungen zwischen den Städten und dem Landkreis mal auf eine neue Grundlage zu setzen. Wir werden viele Projekte abstimmen, wo es darum geht, eine kluge Aufgabenabgrenzung auch vorzunehmen. Was macht besser die Stadt vor Ort? Was macht vielleicht der Landkreis besser? Vielleicht gibt es auch einen Unterschied, ob wir ein Mittelzentrum haben, das eine starke Eigenkraft hat, wie es hier in Korbach der Fall ist, oder wenn wir an die kleinen Kommunen in der Fläche denken, die vielleicht ein Stück weit mehr die Solidarität der Politik dann auch dort benötigen. Ja, ich persönlich habe natürlich viele Jahrzehnte beobachten dürfen. Ich bin gebürtiger Korbacher, viele werden das wissen. Also diese ganzen Projekte sind mir bestens vertraut. Ja, ich habe auch wahrgenommen, dass wir seinerzeit etwas intensiver gestritten haben. Das war auch sehr lebhaft, das hat die Sache sicherlich ein bisschen bereichert. Am Ende des Tages gilt es aber, das richtige Maß zu finden. Und ich glaube, in den letzten Jahren ist das hier in Korbach ganz hervorragend gelungen. Man sucht abseits des Streites den Konsens und ist in der Lage, nach einer kontroversen Diskussion eben sich dann nochmal zu verabreden und den Bier auszutauschen, die Wogen zu glätten und am Ende des Tages dann auch zu klugen Entscheidungen zu kommen. Das gelingt auch bei anderen Parlamenten hier im Landkreis, aber nicht überall. Und das eine oder andere Parlament kann sicherlich mal einen Blick hier in das Rathaus in Korbach werfen, vielleicht mal ein Stück weit mal hospitieren, um mal zu schauen, wie das gehen mag. Wir vollziehen gerade noch Lernprozesse im Kreistag. Das eine oder andere werden Sie ein Stück weit schon verfolgt haben. Ich glaube aber, am Ende des Tages erwarten die Menschen, dass eine Sachpolitik geführt wird und das persönliche
hinten anstehen muss und soll. Am Ende des Tages hindert nur Streit, wenn es nur um den Streit geht. Ich denke aber, dass wir das insgesamt auch überzeugend noch bewegen werden. Das stimmt mich also auch zuversichtlich, vor allem dann, wenn ich weiß, dass die Wählergruppen genauso ticken und in diesem Sinne auch diese Art der Politik auch unterstützen. Ja, ich wünsche der Freien Wähler, was wünsche ich hier? Gute Ergebnisse darf ich sagen. Ich bin selber unabhängig, Herr Schmitz, Sie sehen es mir bitte nach. Gute Ergebnisse der Freien Wähler stehen vermutlich auch für gute Politik, aber auch den anderen Parteien, Karl Suck, auch der CDU, wünsche ich alles Gute hier in Korbach. Die machen auch gute Politik, ebenso natürlich auch wie die SPD. Die FDP muss ich nicht loben, die ist heute, glaube ich, nicht vertreten. Die unabhängigen Wähler aber möchte ich an dieser Stelle auch nochmal lobend erwähnen. Entscheidend ist am Ende des Tages, an einem Strang zu ziehen, das Wohl der Stadt im Blick zu haben. Dann wird man am Ende des Tages auch die gute Entwicklung, die Korbach in den letzten Jahren genommen hat, auch in die Zukunft führen. Ja, und dann sei mir ein letzter Hinweis gestattet, der hier nicht anwesende Udo Hoffmann hat einen zarten Wink mit dem Zaunfall gegeben. Der Erfolg der Politik hat auch damit was zu tun, wer im Rathaus den Hut auf hat. Den Klaus haben wir jetzt schon gelobt, der braucht jetzt keine weiteren aufmunternden Worte, aber Sie alle wissen, kluge Personalpolitik beginnt bei frühzeitigen Gesprächen. Die gilt es jetzt auch mal anzustoßen, damit man am Ende des Tages auch diesen erfolgreichen Weg konsequent weiterführen kann. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns allen heute jetzt einen schönen, kurzweiligen Nachmittag bei guten Gesprächen. Wie ich höre und gesehen habe, ist die Versorgung der Bestens organisiert. Da werde ich gleich mal vorbeischauen. So ein bisschen Hunger habe ich nämlich jetzt auch mitgebracht. Und das möchte ich Ihnen auch jetzt zurufen. Lassen Sie uns jetzt mal zum Schluss kommen. Gute Gespräche, die wir führen wollen, darauf freue ich mich. Ich stehe Ihnen auch noch für das eine oder andere Gespräch gerne noch zur Verfügung. Und den Freien Wählern alles erdenklich Gute für weitere 50 Jahre hier in Korbach. Vielen Dank. Danke, Jürgen. Danke, Jürgen. Ja, lieber Jürgen, vielen, vielen Dank für deine bemerkenswerten Worte. Und er hat vollkommen recht. Bevor wir jetzt zum Schluss kommen, möchte ich mich aber, wie das so gute Sitte alter Brauch ist, auch bedanken. Ich möchte mich herzlich bei all denen bedanken, die das heutige Ereignis überhaupt ermöglicht haben, die sich hier ins Zeug gelegt haben. Das sind zum Teil meine Kollegen aus der Firma, Janine, Harald, die Carola, das ist die Truppe um den Axel Strube. Ich hatte es eben schon mal erwähnt. Ich danke dem Landessportbund, der hier mit seinem Sportsfanmobil für die Kinderunterhaltung sorgt. Und der Thomas hat es eben schon gesagt, das war noch nicht einmal nicht besetzt. Und die Weinliebhaber, ich kann aus eigener Erfahrung empfehlen, dass das Hetzlers da ein Tröpfchen mitgebracht haben. Und Kaspers, das ist wirklich gut. Ja, allen fleißigen Helfern natürlich, die hier dekoriert haben, die aufgebaut haben, die organisiert haben, die Presseartikel geschrieben haben und denen ganz herzlich, die nachher auch noch abbauen müssen. Ja, wen habe ich jetzt noch vergessen? Meine Technik, er ist nicht zu sehen. Vielleicht kann er mal irgendwo aus dem Schatten treten. Das ist der Ralf Strube, der hier für Ton und für Musik sorgt. Der dafür sorgt, dass man mich hören kann, wenn man mich auch nicht immer verstehen kann. Aber hören kann man dich. Euch allen, vielen Dank dafür. Wir haben noch ein bisschen Programm. Es kommt gleich noch, vielleicht wieder das Schlechte zuerst, wir hatten uns sehr gefreut auf die Sambistas, die hier mit einem Trommelwirbel jetzt meine Rede unterbrechen sollten und in einer Art Show-Effekt hier auftreten sollten. Geht leider nicht. Jetzt dürfen Sie dreimal raten, warum nicht. Gut, das mussten wir also streichen. Wir haben dann versucht, Ersatz zu kriegen. Das ist auch nicht gelungen. Die waren auch alle krank. Wir müssen mal mit unseren Ärzten hier reden. Können wir nicht vorbeugend irgendwas machen, einschließen? Ach nee, das hatten wir schon. Das ist auch gut. Na gut, also, das wird jetzt leider nichts. Aber wir haben nachher noch einen sehr, sehr guten Musiker. Einen Ausnahmemusiker. Hier aus Korbach, das ist der Marc Freier. Viele so aus meiner Generation kennen seinen Vater, der konnte schon gut mit der Gitarre umgehen. Aber der Marc kann es noch ein Stück weit besser und ich freue mich sehr darauf, dass er nachher für uns da ist.
auch möchte ich noch einmal ausgesprochen herzlich erwähnen und danken dem Bauhof, der uns unterstützt hat mit Ideen, mit Rat und Tat. Vielen, vielen Dank dafür, auch wenn es mit der Fritteuse jetzt nicht geklappt hat. Gut, am Ende danke ich euch allen, dass ihr hier seid und in diesem wunderschönen Park das Fest mit uns feiert. Und ich möchte euch versprechen, wir Freien Wähler machen weiter. Wir bewegen weiter. Wir werden weiter Chancen sehen und die entsprechenden Wege gehen. Wir freuen uns auf die Zukunft, auf weitere 50 Jahre mit viel Leidenschaft für eine lebens- und eine liebenswerte Stadt Korbach. Wir freuen uns auf einen wunderschönen Abend mit euch allen. Ich danke euch herzlich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch Glück auf. Thomas, du noch? Herzlichen Dank und lasst den Abend beginnen. Dankeschön. Vielen Dank. Der ist für dich. Eigenen Song. Ich habe den im letzten Jahr geschrieben. Da heißt Aperol Spritz, wie das Getränk Aperol Spritz. Und ja, dann fange ich einfach mal an.
ein, komm, ich lade dich ein. Komm, ich lade dich ein, komm, ich lade dich ein. Komm, ich lade dich ein, komm, ich lade dich ein. Komm, ich lade dich ein, komm, ich lade dich ein.